Ja, Gabi Maiswinkel, also ich glaube, alle Anwesenden im Raum kennen mich und ich glaube, ich kenne auch alle Anwesenden im Raum. Schön, dass ihr da seid, freue ich mich. Mir ist das Thema schreibintensive Lehre oder Schreibintervention in Lehre verankern tatsächlich ein ganz wichtiges Anliegen. Ich kriege das auch von der Studierendenseite sehr häufig mit, dass dass Schreibintervention in den Fachveranstaltungen Studierende in ihrem Lernen und in ihrem Lernprozess, auch in ihrem fachlichen Lernen sehr unterstützt und sie innerhalb der Fachauseinandersetzung auch tatsächlich sehr zu schätzen wissen, wenn wissenschaftliche Schreibqualifikation oder der Erwerb von wissenschaftlichen Schreibkompetenzen verknüpft ist, einmal mit den Fachinhalten, aber auch zum Beispiel durch die Angebote, die ich in der Studierwerkstatt anbiete an Schreibseminaren oder Schreibworkshops mit den überfachlichen Aspekten des wissenschaftlichen Schreibens. Und dass wenn Studierende in ihren Fächern beides zusammen haben, einmal die fachliche Verknüpfung und die überfachliche Verknüpfung mit den Anforderungen des wissenschaftlichen Schreibens, dann fühlen sie sich immer gut vorbereitet auf die Aufgaben, die Ihnen im Rahmen Ihres Studiums entgegenkommen. Also von der ersten Hausarbeit bis hin zur Bachelor- oder Masterarbeit. In der Auseinandersetzung mit Lehrenden erlebe ich häufig, dass der Wunsch nach mehr Schreiben in der Lehre vorhanden ist. Aber die Sorge ist, dass die Fachinhalte zu kurz kommen, weil das von Lehrenden in der Regel so verstanden wird, dass sie neben der Vermittlung der fachlichen Inhalte noch zusätzlich quasi als Add-on auch noch die Vermittlung von Schreibkompetenzen oder die Vermittlung von oder die Begleitung von Schreibproblematiken von Studierenden mitleisten müssen im fachlichen Kontext und dass ihnen das problematisch erscheint. Um es vorweg zu sagen, das ist tatsächlich so, dass es zu einer Reduktion von fachlichen, inhaltlichen Vermittlungen in den Seminarveranstaltungen kommt durch die Implementierung von Schreibinterventionen, aber dass die fachliche vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten über das Schreiben deutlich verbessert wird und größer wird. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und würde das gerne jetzt einmal kurz vorstellen. Und dann starten wir oder dann startet ihr tatsächlich mit einer kleinen Schreibintervention, mit einer ganz kurzen, dem kurzen Vortrags hier angemessen. Das hier ist jetzt erstmal unsere Agenda. Also wir starten gleich mit einem sogenannten Schreibstart. Und dann werde ich etwas zu sagen zu dem Thema, was ist eigentlich schreibintensive Lehre? Ich habe es gerade schon angerissen, und zwar sowohl auf der allgemeinen Ebene als auch dann, also was bedeutet schreibintensive Lehre im universitären Kontext? Und dann aber auch nochmal, was bedeutet schreibintensive Lehre eigentlich für Lehrende individuell? Dann wird es gehen um Ziele und Nutzen von schreibintensiven Anteilen in der Lehre. Was kann damit eigentlich erreicht werden oder was ist daran besonders nützlich? Und welche grundsätzliche Haltung sowohl von Lehrenden als auch von Lehrenden begleitet eigentlich den Einsatz von schreibintensiver Lehre? Und was muss dabei besonders beachtet werden? Was sind besonders wichtige Punkte? Das ist eigentlich mein persönliches Hauptanliegen an dieser Punkt. Und am Ende dann nochmal, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es unterschiedlicherweise für schreibintensive Lehre und eine Folie zum Thema, ein paar Beispiele. An welchen Stellen kann es zum Einsatz von Schreibinterventionen kommen? Und dann hoffe ich, haben wir noch ein bisschen Zeit, um miteinander im Gespräch zu sein und uns irgendwie auszutauschen über die Fragen oder die Erkenntnisse oder Erfahrungen, die ihr irgendwie mit schreibintensiver Lehre gemacht habt. Und jetzt ganz kurz zum Schreibstart würde ich euch jetzt bitten, euch einen Stift zu nehmen oder die Tastatur zu hauen und zwei Fragen zu beantworten. Und zwar innerhalb von 2 Minuten. Ich nehme die Zeit und sage dann auch, wann es vorbei ist. Und zwar einmal die Frage, was verbindet Sie mit der Idee von schreibintensiver Lehre? Dazu eine kurze Überlegung und 3 Stichpunkte, maximal 3 Stichpunkte notieren. Und die zweite Frage ist, was möchten Sie am Ende dieses Vortrags eigentlich mehr wissen als jetzt? Das auch kurz überlegen und dann in maximal 3 Sätzen das kurz zusammenfassen. Und dann würde ich darum bitten, jetzt damit zu starten. Wunderbar. Das war's. Vielen Dank. Warum habe ich das jetzt gemacht? Was ist das? Das war eine erste Schreibübung, die zum Beispiel zu schreibintensiver Lehre dazugehört.
angemessen einer sehr kurzen Veranstaltung mit dem Ziel, Studierende oder Lernende, Zuhörende in ganz kurzer Zeit zu fokussieren. Einmal mit der Abfrage nach dem eigenen Vorwissen, was verbinde ich mit dem Thema, über das gesprochen wird, jetzt eigentlich selber, was fällt mir dazu ein? Dazu einfach nur drei Stichworte, um die Verbindung irgendwie so für sich selber zu dokumentieren. Und die Ziel oder die, ja, die zielfokussierte Frage nach, was möchte ich am Ende eines Vortrags eigentlich mehr wissen als jetzt? Also was erwarte ich von diesem Vortrag eigentlich für mich zu diesem Thema? Und da innerhalb von kurzen Sätzen das zu notieren und sich dann auch beim Zuhören schon anders erwärmt zu haben und anders fokussiert zu haben. Das ist eine Übung, die mache ich eigentlich in jeder Veranstaltung, die ich zum Schreiben anbiete, um einmal das Vorwissen von Studierenden zu aktivieren, aber auch um sie damit zu verbinden, dass sie eigentlich am Ende mehr wissen wollen als vorher, also was ihre genauen Fragen sind. Dann sind sie schon mal warm gelaufen. Gut, das soweit. Das ist zum Beispiel als Schreibstart, als eine Möglichkeit, eine Übung, um ins Schreiben zu kommen oder Studierende zum Schreiben zu bringen. Total schön. Schreibintensive im Allgemeinen bedeutet, dass in allen üblichen Lehrveranstaltungen Schreibprozesse oder Schreibübungen als erkenntnisgenerierendes und als erkenntnisverarbeitendes und erkenntnisreflektierendes Instrument im Fach und an fachlichen Inhalten orientiert mit eingebunden, mit integriert wird, eingebunden wird. Die Schreibprozesse der Studierenden innerhalb dieser Fachveranstaltung müssen sowohl angeleitet als auch begleitet und gefördert werden, als auch reflektiert werden. Da kommen wir später noch zu. Die Aufgabe von Lehrenden ist es dabei, innerhalb der Veranstaltung Schreibmöglichkeiten zu schaffen und diese als ein Transportmittel für die Übertragung und die Verarbeitung von Fachinhalten und von fachlichen Methoden zu nutzen. Das heißt, das Wichtige ist tatsächlich, die Schreibaufgaben an den Inhalten und an den vermittelten Methoden zu orientieren und die miteinander zu verknüpfen. Dann passiert bei den Studierenden dann ist ein vertieftes Lernen möglich und vor allen Dingen ein Ausprobieren. Das Ausprobieren von fachlichen Aufgaben oder der Transferleistung, der Reflexion von fachlichen Aufgaben zum Beispiel, generiert mal eine wissenschaftliche Frage zu dem und dem Thema. Das selber auszuprobieren heißt, das zu hören heißt immer wieder bei Studierenden zu sagen, das habe ich verstanden. Aber in dem Moment, in dem sie es selber ausprobieren sollen und durchführen sollen, stellen sie fest, sie haben an der oder an der Stelle Schwierigkeiten. Also das dann zu üben, das ist besonders hilfreich. Über die Durchführung und die Ergebnisse dieser Schreibintervention, das ist ganz wichtig, diese Ergebnisse hinterher festzuhalten, bekommen Lehrende einmal Rückmeldung zu ihrer eigenen Lehre und aber auch zu den Fragen, die Studierende haben. Also können ihren eigenen Lehrprozess, ihre Lehrinhalte viel besser an die Bedarfe und Bedürfnisse der Studierenden in der Veranstaltung anpassen. Schreibintensiv bedeutet dabei nicht, Studierende besonders viel schreiben lassen zu müssen, sondern wirklich dieses dafür zu sorgen, dass es Gelegenheiten gibt, und zwar gezielte Gelegenheiten gibt zum Schreiben. Und diese Gelegenheiten sollten auch der Punkt sein, an dem Studierende besonders viel lernen können innerhalb der fachlichen Vermittlung. Für Lehrende individuell heißt das, also wenn es da Besorgnis gibt, irgendwie wie schreibintensive Lehre überhaupt damit anzufangen, das bedeutet, es ist schreibintensiv, ist Lehre immer dann, wenn ich Gelegenheiten zum Schreiben schaffe. Und sei es nur durch eine kleine Schreibintervention am Anfang der Veranstaltung zur Bedarfsermittlung oder zur Erwartungsabfrage oder am Ende einer Veranstaltung, indem ich ein Feedback schreiben lasse oder wenn ich zwischendrin mal ein, zwei Übungen mache. Das ist alles schon unter schreibintensiv abgedeckt. Also das ist individuell komplett unterschiedlich. Sie entscheiden, also Lehrende entscheiden, an welcher Stelle des Lehrkontextes Sie welche Schreibintervention anwenden und durchführen lassen wollen. Und die Wahl über die schriftlichen Übungen, über die Durchführung und über die zeitliche Dauer liegt bei Ihnen individuell. Also das ist überhaupt keine Frage.
Und wenn Sie die Nützlichkeit von Schreibinterventionen in Ihrer Lehre ausprobieren wollen, mal einfach erstmal ausprobieren wollen, dann starten Sie möglichst niedrigschwellig. Also nicht gleich zu denken, man muss die gesamte Lehrveranstaltung umschreiben, umändern, sondern tatsächlich nur mit kleinen Interventionen starten und Erfahrungen sammeln, um dann vielleicht das irgendwann mal zu erweitern oder aber auch tatsächlich wieder zurückzuschrauben, je nachdem, welche Erfahrungen Sie mit welcher teilnehmenden Größe machen. Die Ziele und Nutzen von schreibintensiven Anteilen in der Lehre liegen einmal darin, dass für Studierende der Nutzen darin liegt, dass sie Schreibkompetenzen erwerben und ausbauen und gleichzeitig mit fachlichen Inhalten verknüpfen können und außerdem auch die anderen eine andere Austauschmöglichkeit mit ihren Lehrenden haben. Es ist also der Nebeneffekt, der bei der Implementierung von Schreibübungen in der Lehre immer eintritt, ist, dass dass Schreibkompetenzen sowohl als der Denk- als auch als Lernwerkzeuge im Fach selber verankert werden. Also dass wir verwenden oder Studierende sind es gewohnt, Schreibprozesse eher zu verwenden als Dokumentationsmittel. Hinterher einfach nur zur Ergebnissicherung irgendwie ein paar Sätze aufschreiben, das ist passiert, das ist fertig und sehr produktorientiert an den Schreibprozess ranzugehen. Gar nicht prozessorientiert, sondern sehr am Ende, was zählt, ist, was am Ende rauskommt. Wenn in Lehrveranstaltungen Schreibinterventionen eher üblich sind, lernen Studierende ganz beiläufig, dass Schreiben ein Prozess ist und dass der perfekte erste Satz in der Regel nie am Anfang eines Schreibprozesses, sondern maximal am Ende steht und auch dann eigentlich nicht perfekt ist, sondern immer wieder weiter in der Überarbeitung steht. Und das zu verstehen, das als Erfahrung gemacht zu haben, dass Schreiben ein immerwährender Verbesserungs- oder Veränderungsprozess ist, das ist total hilfreich für die Textproduktion und für die gezielte Textproduktion von Studierenden. Ziel ist weiterhin die Förderung des fachlichen Austauschs natürlich zwischen Lehrenden und Lernenden und der Nutzen von schreibintensiver Lehre ist in jedem Fach, dass der Erwerb von Fachkompetenz und von Schreibkompetenz gefördert wird und dass es um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Fachinhalten dabei geht oder dass die dabei zustande kommt. Es gibt einen vertieften Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden und was also ein nicht zu gering zu schätzender Nutzen ist, ist, dass die Texte von Studierenden werden einfach im Laufe der Zeit immer besser. Und das ist tatsächlich ganz wichtig, und vor allen Dingen dann am Ende zu sehen, wenn die Bachelorarbeit geschrieben wird. Die Haltung, die Lehrenden, das ist jetzt die Lehrendenhaltung, die schreibintensive Lehre begleitet ist, unbedingt. Und das sind jetzt drei wirklich wesentliche Punkte. Feedback, die gezielte Rückmeldung zu dem, was gelungen ist und was noch verbessert werden könnte, ist oder sollte integraler Bestandteil der Lehre von Anfang an sein. Also Feedbackstrukturen gilt es gerade in Schreibprozessen von der ersten Veranstaltung an zu implementieren in Lehre. Nicht erst am Ende von Veranstaltungen als Evaluation, als Abfrage von war gut oder was lief gut und was lief nicht so gut, sondern tatsächlich als Instrument, als Lerninstrument auch für Lehrende von Anfang an mit der Möglichkeit, immer noch auch Stellschrauben innerhalb der eigenen Lehre verändern zu können. Und schreibintensive Lehre wird begleitet oder ist schön, wenn sie begleitet wird vom Vertrauen der Lehrenden in die Selbstwirksamkeit von Studierenden. Also es gibt immer wieder, oder ich habe das im Austausch mit Lehrenden immer wieder, dass sie sagen, naja, es gibt dann Studierende, die schreiben, die machen die Übung mit und andere machen sie nicht mit. Was machen die eigentlich in der Zeit? Die lernen ja nichts. Also die lernen weder Fachinhalte noch lernen sie schreiben. Sie lernen eigentlich, sitzen sie da nur da. Und das ist dann, das erlebe ich in der Form so weniger, weil wenn ich das feststelle, dass beispielsweise dass in einer Gruppe Studierende bei Gruppenaufgaben eher nicht mitmachen,
sie da eher Hemmung haben, weil sie denken, die anderen wissen das mehr, ich bin zu dumm, ich weiß das vielleicht gar nicht. Dass bei dem Selbstständigen, bei dem Einzelschreiben, bei der Vermittlung von Einzelübungen, Einzelschreibübungen eigentlich alle immer mitmachen. Und das eher dann hinterher beim Austausch es Studierende gibt, die eher zurückhaltend sind, die sich dann nicht beteiligen, sondern eher zuhören. Und ich bin mir sicher, die lernen auch eine Menge dabei. Und die lernen eine Menge über sich, weil sie im Kopf die ganze Zeit auch bei ihrem Text dabei sind. Also zum Beispiel also ein Beispiel, ich lasse die in den Schreibveranstaltungen auch immer wissenschaftliche Fragen für Hausarbeiten beispielsweise generieren, innerhalb ihres Faches. Und dann lasse ich dann bitte ich immer einige Studierende oder ich rufe Studierende auf, ihre Forschungsfragen, die sie jetzt generiert haben, innerhalb von kurzer Zeit, für alle Studierenden, für alle Teilnehmenden vorzustellen. Und wir überlegen dann alle gemeinsam aus wissenschaftlicher Hinsicht, was an dieser Forschungsfrage kann als besonders gelungen jetzt schon gelten und was ist noch fragwürdig und wo gibt es Überarbeitungs Bedarf. Und das gibt es immer welche, die sich gerne beteiligen. Also in der Gruppe von 20 habe ich eigentlich immer 4, 5 Fragen, die gerne gestellt werden und bearbeitet werden. Und es gibt dann auch eine Gruppe von 5 bis 10 Studierenden, die dazu was sagen. Und es gibt immer eine Gruppe, die dazu gar nichts sagen, die sich komplett zurückhalten, die ihre Forschungsfragen nicht vorstellen, die sich aber auch beim Austausch nicht beteiligen. In den Reflexionen, die hinterher erstellt werden, die sie abgeben müssen, um ihren Leistungsnachweis in der Studierwerkstatt zu bekommen, lese ich diese Reflexion immer besonders gerne, weil ich ja im Seminar von den Leuten nichts mitgekriegt habe und stelle fest, dass die durchaus in der Lage sind, das, was sie gesehen und gehört haben, auf ihre eigene Fragestellung anzuwenden und das auch oftmals zu so kommentieren. Also die lernen auch was. Und das ist, da kann man als Lehrende oder als Lehrende einfach auch wirklich manchmal mehr Vertrauen haben in das, was dann tatsächlich wie automatisch passiert, wenn sie sich mit solchen Aufgaben auseinandersetzen. Und der dritte Punkt ist, das habe ich vorhin schon gesagt, dass schreibintensive Lehre durch die Integration von Lese- und Schreibintervention, den dazugehörigen Austausch und das Feedback tatsächlich eine Reduktion der Lehrinhalte bedarf. Aber nicht so viel, wie in der Regel befürchtet ist, dass man es zu sehr zusammenschrauben muss. Das ist jetzt, das gehört dann eben dazu. Das, was besonders beachtet werden muss beim Einsatz von Schreibübungen in der Lehre, ist, dass von Anfang an die Transparenz der Lernziele der Schreibintervention deutlich gemacht werden, eventuell auch der Prüfungsleistung. Manchmal, Sie könnten auch zum Beispiel die Erstellung von Texten, von Schreibübungstexten aus der Veranstaltung ja zur Leistungsbewertung mit dazu ziehen. Also nicht nur auf die Hausarbeit setzen oder auf das Referat oder die mündliche Prüfung am Ende, sondern tatsächlich auch wie so ein Portfolio oder eine Sammlung von Texten, die im Seminar entstanden sind, auch zur Benotung dazu ziehen. Und dass das von Anfang an transparent ist, und zwar auch mit einem Bewertungskatalog, das ist für Studierende ganz wichtig. Und das motiviert sie zum Teil auch als extrinsische Motivation zur Teilnahme und Durchführung dieser Schreibübung, weil das kleine, überschaubare Punkte sind, die sie erledigen müssen. Nicht gleich so eine riesen Hausarbeit zu schreiben oder so. Wichtig ist auch, diese Arbeitsschritte, diese Aufgaben so exakt und präzise wie möglich zu formulieren. Und dass die auf die Lehr-Lerninhalte sowohl inhaltlich auch methodisch besonders gut abgestimmt sind. Und dass das vermittelt wird, transparent vermittelt wird. Und als letztes, und daran hapert es in der Lehre, meiner Erfahrung nach häufiger mal, ist, dass es festgelegte Zeitfenster für die Durchführung dieser Schreibaufgaben gibt und für den Austausch danach und für eventuell das Feedback der Lehrenden auf diese Schreibübung. Das ist das Prinzip der Verlässlichkeit, dass Studierende gerne das zwar nicht immer sagen, aber trotzdem gerne ein Feedback darauf haben, wie sie bestimmte Aufgaben, in welchem Rahmen sie die gelöst haben. Und dass sie also dieses wertschätzende Urteil, was jetzt sowohl positiv als auch noch optimierungsbedürftig ausfallen darf für die Schreibaufgaben, dass sie das sehr schätzen. Und wenn das mit verlässlicher Regelmäßigkeit bei den Schreibinterventionen in den Veranstaltungen stattfindet, werden sich im Verlaufe des Semesters mehr und mehr Studierende bereit erklären, bei den Schreibinterventionen mitzuarbeiten.
Also, dass dieser Dreiklang von Transparenz, Präzision und Exaktheit und Terminierung, das ist etwas, das müssen Lehrende bei der Durchführung oder bei der Planung von Schreibinterventionen in den Veranstaltungen unbedingt einhalten. Das ist total, das ist für Studierende besonders wichtig. Einsatzmöglichkeiten für Schreibinterventionen ist in allen Veranstaltungen gegeben, egal ob es Vorlesungen, Seminare, Übungen sind oder ein Praktikum. Das können Sie überall machen und zwar unterschiedlich fokussiert. Also es gibt eine Veranstaltungsorientiertheit für die Implementierung oder Sie gehen nach den Schreibphasen, nach Otto Kruse, von Planen und Orientieren bis Überarbeiten und Korrigieren, sich darin Übungen auszusuchen, die besonders gut inhalts- und methodenfokussiert gerade zu Ihrer Veranstaltung passen. Oder eben auch inhaltsorientiert, dass man sich in manchen der germanistischen Seminare wird nach Textsortenkompetenz ausgesucht oder nach Lesekompetenz, dass Lesestrategien vermittelt werden. Das ist ganz Ihnen überlassen und da können Sie klein anfangen und sich immer mehr Möglichkeiten und Übung Vielfalt dazu suchen. Ich habe am Ende eine Folie mit Links und mit Literaturhinweisen. Da gibt es mittlerweile so viel, da kann man sich ganz schöne Sachen aussuchen. Und das ist jetzt das Vorletzte. Das sind die Beispiele für Schreibaktivitäten, zum Beispiel in den Veranstaltungssitzungen selber. Zum Beispiel Übungen zum Einstieg. Das war unsere Erwärmungsübung ganz am Anfang. Das ist eine Einstiegsübung. Oder in der Erarbeitungsphase von Inhalten oder in der Abschlussphase mit dem Ziel, entweder Vorwissen zu sammeln oder die Erwartungen abzufragen oder Teilnehmende zu generieren, zu aktivieren. Bis zu den Übungen in der Abschlussphase, die Lernergebnisse zu sichern und zu reflektieren und die nächsten Schritte vorzubereiten. Dazu gibt es besondere Übungen. Für die Einstiegsphase bieten sich an schnelle Schreibübungen wie so ein Freewriting, ein Cluster oder eine Erwartungsabfrage oder ein One-Minute-Paper, das auch mal gern 3 Minuten dauern kann, aber eben ganz schnell geht. In der Erarbeitungsphase gerne arbeiten mit Strukturierungsübungen wie Argumentationsstrukturen erstellen oder paraphrasieren oder Mind- und Konzeptmaps erstellen lassen. Und in der Abschlussphase gerne sowas wie ein Protokoll oder einen Abschlussabsatz zu formulieren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Schreibaufträge, die würde ich immer erst oder die verwende ich immer erst bei Veranstaltungen, die schon eine Weile laufen. Also wo Studierende auch ein bisschen mehr Zutrauen in die eigenen Schreibfertigkeiten bekommen haben, zwischen den Veranstaltungsterminen nämlich. Also dass da tatsächlich Studierende sich auch hinsetzen und eine gezielte Vor- und Nachbereitung, die auch als Grundlage zum Beispiel für die fachliche Lehre in den nächsten Veranstaltungen verwendet werden kann, anfertigen. Also dass etwas vorbereitet wird zu lesen oder eine Zusammenfassung zu erstellen oder dass Fragen zu Texten generiert werden sollen, da gäbe es dann als Übung eben so sehr, da die müssten dann sehr präzise und sehr konkret sein, diese Schreibaufträge. Das wären dann so Lektüreprotokolle oder Selbstreflexion, Zusammenfassungen oder eben auch Fragen, wissenschaftliche Fragen generieren, eine Argumentationslinie erstellen oder aber auch ein Essay schreiben. Das sind so jetzt Übungen, Beispiele für Schreibaktivitäten in den unterschiedlichen Phasen einer Veranstaltung mit der Verwendung unterschiedlicher Übungen. Das wären jetzt erstmal Ideen für alle Fachbereiche oder für alle Fachdisziplinen, die diese Übungen möglicherweise verwenden könnten. Und für die gezieltere Suche von Möglichkeiten gäbe es jetzt noch hier Literatur und Links. Und damit würde ich dann jetzt gerne schließen und dann in die Diskussion einsteigen, wenn Sie mögen.